So Leute, Hose hoch, nicht mehr runter. Herzlich willkommen hier. Wir sind wir machen ein neues Format. Wir wollen den STB 1er grinden und wir fahren mit den Boys hier Stufe 6. Bruce und Buggy, Hallöchen. Dankeschön für eure vielen Klicks für unser Format. Ihr wisst, ich weiß, ihr mögt Bot-Gameplay. Kein Problem, ich habe gern 27 Mal drauf gedrückt. Ja, kein Porsche kann wird trotzdem nicht reichen, aber Mon Dieu, ja. Guck mal bei SG42 vorbei, das lohnt sich zu streamen. Was gibt's zu dem Panzer zu sagen? Der Bruce ist besser. ihn schon gefahren. Er hat keine Stärken. Okay. Er hat nur Schwächen. Es macht doch eigentlich keinen Spaß, mit ihm zu spielen. Wir spielen ja nur, um zum Zehner zu kommen. Ist das Corona-Special, Das Chito? ist das Corona-Special. Chito. Wenn ihr schon irgendwie eine depressive Verstimmung habt oder was in der Richtung, dann empfehle ich diesen Panzer nicht. Schaltet ein. Gegen Siebener direkt laut hier. Das macht besonders viel Spaß und Sinn. Danke, Wargaming. Danke, 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 dass ich spielen darf. Ja gut. Was soll man jetzt machen? Okay, was machen wir? Achtung. Drei Wir fahren ATS. hier in die Halle rein und gucken uns den Bahnhof an. Einfach mal gucken, wie der architektonisch so aufgebaut ist, okay? Okay. Okay. Vorher blockieren wir alle anderen Panzer, damit die überhaupt nicht an die Front kommen. Wir könnten die ATS blockieren. Die können ja eh nicht zocken, die brauchen wir nicht blockieren. Oh, er ist so mobil. Oh, ich fliege fast. Das ist. Ja, aber dafür der Panzer, oder? Geht sich aus. Junge, es ist tatsächlich mal eine Granate in mir gebaut. Irgendwann. Ich hätte einen Screenshot machen sollen, okay? Schick mal das Replay, ich hör's nicht. Also, wir werden euch jetzt keine Stunde lang quälen. Wir machen noch von jeder Stufe 3, 4 Replays und da könnt ihr ein bisschen unseren Weg zum STB1 mitverfolgen. Mit allen Nöten und Freuden. Ich glaube, wir kriegen Schmerzensgeld von deinen Fans. Ach ja. Ja, guck mal in die Beschreibung, da steht meine PayPal-Adresse, wenn ihr mich supporten wollt. Bin ich da echt drin? Nein. Das macht doch nur Witze. Ja, ich Eine hab keine starke Werbung. Optik. Nicht, dass Finanzamt mithört. Okay, wir sehen, Pascal ist recht aggressiv in dem Kübel. Aggressiv, das kannst du doch machen, so als japanischer Kamikaze. Ja, und jetzt warten wir einfach mal. Habt ihr eigentlich direkt Gold geladen? Ja, klar. Ich habe 40.000 Credits, wie soll ich da Gold laden? Auch wieder wahr. Ach, stimmt, ich habe auch noch 100.000. Okay. Das reicht mit Porsche Das Cayenne Goldspiel, das gönne ich mir. IKV, da kommen wir sogar durch. Ja, was will der? Ich könnte sagen, was er will, aber dann könnte man das Format nicht mehr zeigen, okay? Also, ich habe ja die Gerüchteküche kocht, ja. Es das heißt ja, der STB1 ist gut und der Rest ist scheiße in der Linie, aber wir werden euch jetzt mitnehmen, jede einzelne Scheißstufe. Ab Stufe 6. Achso, ich habe noch gar keinen sechsten Sinn. Achso, den habe ich. Ich auch nicht! Ich habe dem Panzer eine weibliche Kommandantin gegönnt, weil die Oh. mitgenommen wird in den 10er Panzer und da macht es ja Sinn. Das stimmt. Ja. Seht mal, wir können auch logisch spielen und denken. Ich habe jetzt schon 117 Schaden. Ein bisschen schäme ich mich dafür. Boah, ist KV2! Oh mein Gott! Ich eskaliere. 280 Schaden. Das war so intensiv. Model. Wupp, wupp. Wupp, Ich würde gerne von diesem KV2 gewonnen-shottet werden. Nein, nein. Oder? Oh, ich bin abgeprallt, wie kommt's? Ich habe ihn penetriert. Ich habe ihn auch penetriert, Mann. Er will. Nein! Er will mich. Ich. Oh, Leute, ihr habt das gesehen. Ich hatte einen Internet-Aussetzer. Ich hoffe, das Internet ist konstant. Konstant. Konstant, so spricht man das richtig aus, Leute. So spricht man im Süden. Im Süden? So spricht man nur im Südwesten. Die Art ist auf mir drauf, die muss da hinten stehen. Die Art ist. Wie kannst du da hoch auf den VK? Die könnte ich, wenn die Art mich nicht im Perma-Track hat. Und sie vertreten hier auf dem Kanal die Meinung, dass die Artis zu schwach ist und dass es mindestens 4 Artis in jeder Runde geben sollte. Minimum. Weil die kapieren es nicht. Die wollen es nicht verstehen, okay? Hier, der Hügel scheint richtig verloren zu sein. Oh, da kommt noch mehr. Oh. Oh, da ist ein dicker Max. Der dicke Max aimt auf mich. Ja. Der ist deutsch, der kann nichts, okay? Der kann auch nichts. Wo ist er denn? Hi, Dicker.
Ja, das ist ein bisschen offensichtlich. Ach, hau doch ab, KV2, du bist doch ein alter Spielverderber. Einfach so als Dicken zu bezeichnen, ist das nicht im Grunde schon. Ist das nicht Rassismus? Nein. Das ist nicht zum Grunde, aber. Okay, ich bin durch den nicht durchgekommen jetzt durch den KV2. Boogie, Quatsch, Kiel, nimm ihn raus. Ja, ich warte mal. Wer hat denn noch? Mein Kommandant sagt, oh Jörn, komm, komm, komm. Oh, ich hab ihn rausgenommen. Ja, sie wird gleich wieder auf mich rauf. Nee, sie hat gerade auf mich gerotzt. Danke, Arti. Boogie fährt aggressiv nach vorne. Aber ich muss mal zur Base fahren, Jungs. Willst du, sie können eine Lampe haben? Hier, die Base ist sozusagen hier, okay? Nee, ich meine da oben, ne? Auf die 1. Arti hat übrigens. Ihr seht hier professionelles Gameplay. Du willst dich echt mit dem T34 an 100 anlegen? Jep. Oh, ich bin so heiß wie ein Vulkan. Ja, und ich verbrenne mich dran. Und verbrenne ich mich daran? Nee, ich. Ich verbrenne mich auch. Nee, nur ich. Nein. Nein. Ich verbrenne mich da dran jetzt auch, ne? Nee, meinst du? Ich sag, ich verbrenne mich. Ja, würdest du und nicht ja, Entschuldigung. Ich bin die spielen irgendwie, als wenn sie high. Ich hab Gold geschossen und bin gebaut, okay? Komm, nicht mehr. Wir ziehen uns ein weiter. Nein! Hinter uns. Ja, kannst du den? Wie viel hat er denn? Ja, viel zu viel. Der ist viel, aber ich kann ihn deshalb dann mal reinhalten. Oh ja. Yeah. Wo nimmst du von hinten auseinander? Nicht wirklich. Er dreht den Turm, er guckt zu dir. Dieser müsste jetzt aber auch wieder von vorne kommen. Ich hab daneben geschossen. Jetzt kannst du wieder. Er guckt zu mir. Teamplay, Leute. Teamplay. Hey, da ist ein One-Shot, T34. Nein, das ist die Art hier. Hey, blöd, Mann. Hat jemand noch HP von euch? Nee. Da ist er weg. Dankeschön. KV1S. Ich muss kurz zu dem. Der KV1S ist voll. Ob der Stärke ist, sind so ganz sicher. Oh Gott, ich denke mal, das wird ein harter Grind. Oh, ich schau nicht. Der T20 will poppen. Sorry. Der hat die Jab-Kanone drauf übrigens. Poppen. Nehme ich raus, hört mal hier. Ich nehme raus, Achtung. Bam! Das reicht nicht. Okay, du musst am Leben bleiben. Du bist für mich, okay? Ich sterb für dich. Oh, ja. Der Komet. Ja, da. Ja. Dein Komet. Ich hab mein Munilager rausgeschossen. Okay, komm, jetzt bist du im Zug. Ja, komm raus, du. Komm raus. Du Sau, komm raus, du. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er? Hinter mir kommt ein Komet, Mann. Und hier? Der ist One Shot. Das bringt mir gar nichts. Wo ist er denn? Also, okay, dann musst du bleiben, damit er nicht rausfahren kann. Okay. Ich mach gar nichts, okay? Bitte Panikmodus. Monster Comet. Jetzt geht es um Reaktion, Leute. Ja, die haben wir nicht, wir sind älter als die. Jetzt geht es um unser Jungs. Unser Jüngster ist Brugin, der ist tot. Wir fixieren uns. Ich hab 1000 Schaden mit dem Ding, okay? Unsere Arti steht genau so, dass sie sehr viel machen kann, nämlich nichts. Direkt nach Hause. Oh mein Gott, er hat mich verarscht. Ach, die Hellcat ist aufgewacht. Guten Morgen, der Herr. Fahr aggressiv vor und hol mir den Kometen ab. Puh, das ist ein spannendes Spiel fürs Erste. Das ist Scrapen. Ich scrape hier nichts. Warte, ich fahre mit der Hellcat mit. Okay, ich habe den Kometen gefunden, aber ich nehme den T20. Sehr gut gemacht. Komet, oh mon Dieu. Und wir drehen die Karre. Sind alle One-Shot, ne? Warte, Kiel, einfach geh Panik drauf. Nein! Ach du Pi. Er hat wirklich versucht, Zeit zu skippen, denke ich halt. Wir haben gesehen, wo das Problem am Shitu liegt. Er hat den Coppola oben drauf, denke ich. Er ist hoch wie ein Hochhaus. Wow, nein, die Arti ist links. Trotzdem gutes Spiel fürs Erste, oder? War doch nicht schlecht. Spannung garantiert. Okay, er wird sich die Arti holen, oder? Ja. So, haben wir gewonnen. Wir machen drum mal V. Guck die neu an hier, der ist relativ hoch. Flach ist anders. Ja.
Wir gehen mal weiter nicht drauf ein. Ich würde aber. Ja, also herbstliche Auflagen zu machen, okay. 2013 haben sie eingeführt ins Spiel, das heißt, es ist älterer Forschungsbaum, das heißt, es ist scheiße. Den 10er haben sie gebufft, die ganze Reihe nicht. Das ist auch alles schön bis zum 10er grinden und ordentlich suchten und ordentlich Zeit verschwenden für ein Drecksspiel, aber. Ja, nur den 10er, ne? Die anderen haben sie in Ruhe gelassen, ne? Oh, ich hab einen Auftrag erfüllt, das krieg ich dafür. Der letzte Auftrag in der Reihe. Ich glaube, es reicht doch nur für 3 Spiele. Obwohl, jetzt schieße ich kein Gold mehr. 15 persönliche Aufträge für den Blog ausgezeichnet. Warte mal, ich mache den Turm noch und dann... Minus 18.000 Credits. Auch Credits ist damit jetzt nicht... Credit Maker ist jetzt nicht so berühmt für. Ich muss gestehen, anfangs nehme ich halt Rationen, bis ich meine Mannschaft nicht 100% habe. Ja, das habe ich auch so gemacht. Mein Vorrang ist das ziemlich bescheiden mit dem Scheiß. Puh, okay. Okay. Okay, das war für die Nerven schon mal anstrengend. Aber es geht. Wir waren laut hier, okay? Es kann nur besser werden. Jetzt gegen Vierer. Ohne Arti. Conrad. Merkt man, dass langsam eine Stimmung im Keller geht? Na, ist egal. Was für eine Keller? Ja, wir haben gewonnen. Okay, was macht der Keller ist belegt, Junge. Die ganzen Ratten und so, weil immer Spaghetti rein. Ja, mit den anderen. Schlöcher. Weh, der STB1 taugt nix. Also, Punkt, hat euer Hof einen Keller? Okay, die Fragen müssen nicht beantworten. Wir wissen es. Wir wissen, was da drin ist. Sondereinsatzkommando ist auf dem Weg. Ich stelle mich einfach hier in die Büsche auf dem Hügel und warte, solange das Spiel vorbei ist. Könnten wir. Überleg mal, der T3485M, wie viel geiler der ist. Rogi, auch damit kannst du den Stream versauen, weil. Ich hab Punkte gemacht. Okay. Kann ich dafür, wenn die einfach anfangen zu bellen? Ach. Ja, unser Leid taugt was. Ja, scheißegal. Ich taug auch was. Ich habe eine super genaue Kanone in dem Betten. Man kann auch dazu sagen, er hat ausreichend Munition dabei. Man kann also Blindschüsse machen. Oh ja, jede Menge. Ja, die Kugel fliegt 100 Jahre, aber es kann ab. Das Problem ist, auch wenn man zielt, macht man Blindschüsse. Nein, ist nicht ganz so schlimm. Aber echt, jetzt Kill. Nimm das mal ein bisschen lockerer. Kann man ein bisschen netter sein zu dem Tank, ja. Ja. Oh, da ist ein Hund. Meine Fresse, was macht deine Freundin wieder mit dem Hund? Okay, ich will es nicht wissen. Und die hat einen Schäferhund. Was ist denn hier los auf dem Feld? Leute, ich kann so nicht arbeiten. Ja, du bist Streamer, du arbeitest nicht. Mann, Kiel, der schneidet das aufwendig, okay? Dass du nachher auch die Gefechtsergebnisse siehst und so, obwohl das noch ein. Okay, ihr seht, das Feld ist eigentlich clear, wir können rechts rumfahren. Ich hab keinen Bock zu. Aber ich, mit meinem unglaublichen Chinese, Japaner? Chinese? Ach, Schlitzauge, ist egal. War das jetzt rassistisch? Nein. Ja, warte. Obwohl, die sind beide gelb, oder? Oh, da steht was. Wow. Oh, mal gucken, wie gut die Kanone ist. Das Feld ist frei, wir können das Feld teilen. Oh, das steht was. Ja, danke. Danke. Ja, doch, sie taugt was, die Kanone. Es ist okay. Jetzt plötzlich taugt sie was. Ich liebe dich. Triff jetzt, komm. Ja, die taugt was. Das ist verschrien. Aua. Sehr schön. Ein Treffer nach dem anderen, Leute, ihr seht's. Okay, die Super Hellcat jagt ihn jetzt raus. Na? Nein. Doch, vielleicht. Okay, er steht 4-5. Das Spiel ist noch offen. Alright. Ah, die Gun Depression ist einigermaßen. Was hat er denn? Wie viel Grad? 10 Grad, glaube ich.
Die ist gut, aber du hast nichts davon, weil du Traumscheiße ist. Das bleibt so, bis du beim 10er bist. Okay, Bubi hat sich schon verabschiedet. Denk aber, Bubi hatte Spaß, okay? Das ist das Wichtigste. Er schlägt gerade den Hund, nein. Wir lieben Tiere. Nein, er schlägt seine Freundin, Mann. Ich hab 1200. Du Blödmann da oben! Oh, mon dieu! Mon dieu! Mon ami! Mon dieu! Santa Maria Loggia! Ah, der Stritz hat mich doch gekillt, Leute! Wir gehen mal auf Bruce. Da steht er. Wieso ist ja One-Shot. Hm. So, sind. Ist noch alles drin. Da ist gar nichts mehr drin, Mann. Bin leer. Halt mal kurz, wenn es nicht macht. Was auf, hier steht was. Oh. Ja, Ruben. Oh Gott, Mann, ich bin schon offen. Ah. Oh. Guck die so zu mir, oder was? Ja, jetzt ist vielleicht mal Ruhe. Ich hab den Mund gestopft, ne? Man sieht da hinten das Paradebeispiel eines mitspielenden TDs. Ich hab mir gebraucht, ich hab keinen Bock mehr. Könntest du es überhören? Ich hab keinen Bock mehr. Ja. Bumm. Aber viel Spaß, Spannung, alles da, Mobilität. Es wird hart. Das wird richtig hart und dann bleibt so. 7er, 8er, 9er. Kein Spaß. Aber ich habe noch so viele blaue Fragmente, ich kann das eigentlich wegklotzen. Komplett. Du Angeber. Ich werde den Scheiß doch nicht machen, Mann. Warum soll ich mich damit quälen und dann noch Geld dafür zahlen, oder was? Was aber einigermaßen geht, ist tatsächlich die Kanone. Was hat er denn für eine Genauigkeit? Gucken wir gleich mal. Disconnected from your channel. Von Genauigkeit kann schon mal nicht gesprochen werden, okay? Ah. So, einer noch, dann sind wir tot. Ja, das ist der harte WOT-Alltag. Nichts mit Sonnenschein und Blumen und Pralinen. Okay, Streuung 0,35. Das ist okay. Was? Es ist mehr. Warum? Hast du die Besatzung irgendwie schon auf 100%? Nur die ersten drei habe ich auf 100, dann ging mir das Gold aus, denn die anderen zwei habe ich mit Silber herangezogen. Die sind bei 95%. Das ist arsch teuer, die mit Gold auszubilden. Ja, weiß ich, nehme die ja mit dann. Den Tipp gebe ich euch auch, fangt nicht für jeden Panzer eine neue Besatzung an. Es gibt so Spieler, die machen das, sondern nehmt die, bevor ihr den Panzer verkauft, raus und dann nehmt sie den nächsten mit rein. So könnt ihr die Besatzung ein bisschen mitschulen. Und dann, wenn ihr beim 10er angelangt seid, da habt ihr dann einigermaßen ordentliche Crew oder 8er, 9er. Dann. Und weiter. So. Ich habe viele Anfänger, die den Kanal auch gucken, weißt du. Das sind nee, so Fehler, die machen wir. Doch, die macht man am Anfang. Ja, aber wenn du den Kanal regelmäßig anguckst, dann bist du im Grunde schon kein Anfänger mehr. Das stimmt. Okay, wir tun euch nur noch ein einziges Spiel an. Das soll es dann gewesen sein mit der Stufe. Ich hoffe, die nächste wird echt besser. Ey. Das ist ja, oh. Du hast sie nicht. Ich habe es mir schon angeguckt. Du hast keine zusätzliche Panzerung. Kanone ist auch nicht besser. Ich verstehe überhaupt nicht, warum es eine andere Stufe ist. Ja. Das ist vielleicht ein paar AP mehr. Jetzt können wir vielleicht, wenn wir den KV-2 ein bisschen aus dem Weg gehen. Wenn er keine perfekten Blindschüsse macht, den Bugi-Uwe kennen. Ach, Bugi. Ist das Bugi nicht mehr da, weil seine Freundin da hinten im Hintergrund rumjodelt? Ach so. Nee, ich bin schon da, aber
Bin halt gemutet irgendwie dann, nicht, ne? Ja. Er ist da, aber irgendwie auch nicht. Das kenne ich nicht. Was soll ich machen, Junge? Da geht's rund am Hof. Was hast du denn für einen Hund? Einen, einen schwarzen. Weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass das könnte schief gehen. Welches Universum lebt der eigentlich? Ja, für unsere Hundefreunde vom Kanal, weißt du? Wir sprechen hier von seiner Freundin und dem Hund. Wie deine Freundin heißt, weißt du, oder? Der Hund, aber der schwarze Hund darf ins Bett. Er darf ins Bett. Oh, scheiße. Ich weiß aber auch nicht, warum. Was macht ihr? Okay. Ein bisschen campen. Blindschuss passiert von C67, okay. Jetzt ich gehe. Super Posi, kenne ich vom Mausakrobat. Mal gucken, ob ich auch so viel Damage mache. Ich krieg einen Blindschuss. Ich habe auch einen abgekriegt, T67. Viel Spaß gemacht. Ja, wird nochmal eine Kette gezogen. Schöner Wasserfall, guck mal. Ja, ja, Prost ist dort, bevor die Runde anfängt. Okay, ich weiß aber, wo er steht. Ja. Der. Ja, ne? Doch, der rechte Stein links davon, der Busch. I'm so excited. I just can't hide it. I know, I want you. I want you for the US. Das Poster. Oh Gott, wenn man kein Gold schießt, ist es ja ganz schlimm. Ich glaube, wir würden nie Gold schießen, okay? Das Spiel ist ja kein Pay-to-Win-Game. Hallo. Hey, das macht ja gar nicht so viel aus. Die 36 Penetration oder was? Nicht mal. Nein, wir verabscheuen Gold, gell? Gold lohnt sich halt echt nicht, okay. Weil das ist ja nicht mal ABCR, das ist nochmal AP einfach. Klick gleich schnell. Daneben. Ich nicht. Ich war nicht eingehängt, okay. Ja, lohnt sich auch nicht. Ja, ich auch nicht. Ah, das ist ein Brocken, der KV. Jetzt haben wir ihn. Jetzt werden wir ihn tracken. Oho, oho. Okay. Ich hab die Oberposi, Leute. Wir machen 10.000 Blindschüsse, ne? Ja, okay, ja, blindet mal rum. Ich bin offen. Ja, du bist doch offen. Ja, eine. Ein Bishop. Das ist die britische, oder? Ja. Der hat keine Reichweite, dafür eine sehr gute Feuer. Hier ist der Talk. Ihr könnt ein bisschen Schnitzel haben, Leute. Der ist gekettet, der hat kein Reparaturkit mehr. Der ist weg. Hey, ist das schon mal keine Nullerrunde? Nee, das ist gut. Währenddessen hat viel Spaß mit der Talk. Die schmeckt mir richtig gut, Leute, gerade. Ich nutze den Doppelbusch, seht ihr? Wunderbar, er sieht mich nicht, ich kann ihn gerade so frühstücken. Der ist einfach voll pro. Wieso hat er noch so viel Leben, wenn wir so viel blind hingeschossen haben? Ja. Und jetzt finishen wir? Wir könnten den Sherman probieren, rauspushen. Wunderbar, sexy, sexy. Wir nutzen unsere Mobilität, genau. Ja, genau das. Bin dabei, Buddy. Ja. Aber der will es auch, ne? Er provoziert es, okay? Mhm. Er will es offensichtlich. Er hat den Motor doch nicht, du könntest mich noch einholen. Okay, mach das mal auf, weil er perfekt. Ah. Und der ist noch. Das ist ein Löffel, okay. Oh, scheiße, da ist noch was auf mir. Okay, jetzt bin ich offen, Nasen. Scheiße. Kurzwagen, ich kriege bestimmt auf. Oh, Spritzwirkung, Nasen. Also, ich muss sagen, bei mir läuft's gerade. In den drei Runden ist jede Runde der Motor rausgegangen. Geh auf Toilette, okay. Nein, gleich, ich muss erstmal abschließen. Ich hab, bis jetzt habe ich 2800 Damage. Läuft. Was? Und der Feed ist auch noch. Yes, Baby!
Wir müssen dafür sorgen, dass es nie online gehen kann, okay? Okay, machen wir. Willst du es machen oder ich machen? Beide. Das ist ein Nashorn. Wie nennt man das noch? Da, der Excelsior, kommt, Jungs. Bei uns heißt das wie? Ich bin tot. Er brennt. Er brennt. Ja, nicht schlecht. Und weiter geht's. Und let's go. Ich will den überfließen, ne? Ich meine. Merkt euch die Pose, die ist gut auf der Karte. Ja, auf der Tierstufe vielleicht noch. Ja, auf der Tierstufe. Bin offen. Oh yeah. Alles yeah. Ich hab daneben geschossen, noch 10. Und dann macht er schon wieder raus. Ich bin ja ständig draußen. Okay, das kann man auch dazu sagen. Hier ist der Motor sehr empfindlich. Oh ja. Wirklich, die ganze Zeit. Ja. Und ich komm kaum den Berg hoch. Ist ein bisschen lästig, wenn der Panzer so oder so schon langsam ist. Aber das ist ja kein Scheiß. Und wie viel ist bei euch gebaut? 1400. Ich fahr 3 km/h den Berg hier hoch, den kleinen Hügel. Nein, Quatsch. Ja, voll. Du siehst es ja. Ich bin noch ganz baff gerade. Oh, immerhin ein Kill. Und zusammen haben wir 5 rausgenommen. 5 haben wir rausgenommen. An uns lag es nicht, dass wir gewonnen haben. Yeah! Das Spiel mit 2 Siege. Wir haben auch mal gezeigt, wie man es immer schön bescheiden sein. Immer schön nicht den Boden verlieren. Das war das dritte Spiel für mich in dem Teil. Und ich glaube, das reicht dann erstmal. Nächsten Monat gibt es die nächste Folge. Ich denke mal, fürs dritte Spiel, erste Klasse, ist okay. Hat 100 Anleihen. Ist okay. Aber guck mal, wie hoch das Panzer ist, auf dem liegt. Ich habe 2,8 Damage. Du hast Top Tier. Und hab grad erstmal, ja, stimmt, Top Tier. Das meiste ist über nicht gespottet. Richtig, du hast ja keine 1000 Erfahrungen gekriegt. Aber es war trotzdem richtig scharf. So. Ja, damit steht man. Mhm. Okay, Boys. Dann, so, wollt ihr noch was loswerden? Ja, so ein Like da lassen wir, sonst kommen wir zu denen nach Hause. Ja, und guck mal, rechts unten ist so ein Logo. Wenn ihr da draufklickt, könnt ihr gerne abonnieren. Ne? Und ihr könnt auch probieren, Mitglied zu werden im Clan, dann müsst ihr euch dann Eric. Ja, melden. Genau, dann kommt einfach mal vorbei, wir werden euch mal ein bisschen testen, ne? Oder ist kommt noch in unseren Clan. Ja, jetzt, ja, okay, wie heißt denn euer Clan? Harald und Richard. Harald und... Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, Leute. Bussi.